Nummer 1. Und jetzt fahren wir erstmal dahin, wo gefeiert wird. Angekommen, ich habe hier schon einiges reingeflappt. Wie man sieht, hier steht schon einiges. Ist das Ganze ja Knabberzeugs und so weiter. Die frischen Sachen kann ich jetzt noch nicht hinstellen, weil es ist ja noch nicht so weit, aber grober Überblick, dass ich einfach schon mal sehe, was ich so habe. Und hier drüben habe ich auch schon so einiges. Stehen schon alle Gläser und so weiter. Und dann habe ich das hier schon fertig geschnitten. Das wandert jetzt ins Gefrierfach und ja, das hält sich ja. Und dann können wir das dann schon benutzen für die Cocktails. So, nächster Tag. Und heute müssen wir noch was besorgen. Wir sind gerade bei Rossmann und ich wollte mal nach so einem Haken schauen, mal sehen, ob ich das hier noch finde. Und ganz dringend brauchen wir noch Katzenfutter, das muss ich auch noch einkaufen. Ab geht's nach Hause mit den ganzen Einkäufen. Das Mäuschen trägt noch frische Erdbeeren, die werden wir uns noch schmecken lassen. Hier schleppe ich gerade jetzt alles rein. Ich habe noch so einige Pakete bekommen. Noch einiges besorgt. Dann sind aber auch private Käufe mit dabei. Toilettenpapier und so weiter brauchen wir unbedingt. Und dann habe ich hier auch noch so einiges drin, was Privates, aber auch ja so ein bisschen durcheinander für Geburtstag. Das hier ist auch noch für den Geburtstag. Und doch, hier ist jetzt so was Privates. Genau, da haben wir noch so ein bisschen was eingekauft. Und als erstes kommt jetzt das Ganze hier mal in die Gefriertruhe. Ihr steht hier gerade übrigens auf der Gefriertruhe drauf. Und das muss ich jetzt schnellstmöglich hier reinquetschen. Aber hier wird es schon ganz schön enge. Ich hoffe, ich kriege alles rein. So ist das, wenn man immer irgendwie was für die Gefriertruhe mitnimmt, aber schon nichts mehr reinbekommt. Also wenn ihr euch hier fragt, wo ich hier bin, das ist hier so ein bisschen unser Vorratsraum und so weiter. Da haben wir alles so stehen oder auch Abstellraum, Sachen, die man nicht so oft benötigt und so, haben wir hier so ein bisschen in Kisten und so weiter. Und ich sortiere hier gerade den Einkauf, was ich jetzt noch unten lasse und was noch mit hochkommt. Ich habe im Rossmann übrigens ganz viel so ein Sonnenzeugs gekauft für unterwegs und so. Ich finde die kleinen, finde die kleinen hier nämlich super für unterwegs. Oder sowas hier ist zum Beispiel auch noch für die Geburtstagsparty, Besteck. Da hatten wir nämlich nicht mehr genug Messer. Gabeln habe ich irgendwie noch, aber Messer nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt gleich mal so ein Set hier noch mitgenommen. War auch sehr günstig. Ich glaube 1,79 für 10 Gabeln und 10 Messer. Finde ich super. Und ja, wie gesagt, wir sind ja da am See und da macht sich sowas einfach besser. Und deswegen sortiere ich das jetzt hier unten gleich, weil das muss ich ja nicht extra mit hochschleppen, was jetzt dann quasi eh mit an den Strand wandert. Was haben wir noch ganz Wichtiges benötigt? Katzenfutter. Ich habe jetzt mal so verschiedene Sachen ausprobiert. Und ich muss sagen, unsere Katze mag das Rossmann Katzenfutter mehr als DM. Ich habe jetzt ein paar Mal DM und so und ein paar Mal Rossmann und irgendwie das von DM, das lässt sie eher stehen. Und das von Rossmann mag sie. Leckerlis mag sie wieder eher von DM. Also ja. Ist irgendwie. Und was ich auch gekauft habe, Wasserspray. Da gab es nämlich gerade Prozente bei Rossmann und da dachte ich, nehmen wir gleich mal mit und dann nochmal genau dasselbe. Und dann so Sachen für die Spülmaschine. Und übrigens habe ich jetzt endlich mal so einen Stick gefunden, was ich vorher mal schon gedacht habe, was ich mitgenommen habe. Aber irgendwie war das dann das Falsche. So ein Stift hier quasi. Und den kann man richtig cool rausdrehen. Hier steht auch drauf, dass er für Kinder geeignet ist. Und für Lippen, Körper, Gesicht und so. Und das finde ich richtig cool. Kann man sich so schön ja, einreiben damit. Und muss nicht das immer an die Hände schmieren. Weil gerade unterwegs finde ich, das ist immer so eklig. Dieses ölige, fettige Zeug. Und dann ja, steht man da und kann sich dann leider nicht die Hände waschen. Deswegen so ein Stick für unterwegs richtig cool. So, wir haben jetzt erstmal Hunger nach dem Einkauf. Und haben jetzt gerade Lust bekommen auf Joghurt und darüber geben wir dann die Erdbeeren. So, jetzt wollte ich euch noch zeigen, was ich vorhin reingeschleppt habe. Einmal ist mein Paket angekommen, auch mit ja, Geburtstagsbestellung quasi. Und hier habe ich noch ein anderes Paket.
Das hat mir eine Firma zugeschickt. Ich weiß jetzt gerade noch nicht genau, welche Firma. Das ist schon mein Cool. Das ist ein Föhn. Ich habe mir vor kurzem auch einen Föhn gekauft, selbst gekauft. Den hier habe ich jetzt zugeschickt bekommen und den werde ich dann natürlich auch gleich mal ausprobieren. Sieht schon mal richtig stylisch und cool aus. Dann gibt es hier noch so verschiedene Aufsätze dazu. Jetzt aber zu meiner Geburtstagsbestellung. Guck mal, wo schön. Weil wir feiern ja, wie gesagt, am Strand. Und da, wo wir quasi das ganze Essen zu stehen haben, dann noch eine Muschel. Schön. Ja, also so habe ich mir ungefähr die Deko vorgestellt, aber ich glaube, es wird viel bunter, wie gesagt, aber nicht schlimm. Ich mag Farben und bunt ist auch nicht verkehrt. Hier sind die Luftballons, aber die passen auf alle Fälle. Gucken mal von den Farben her. Spannend. Hier. Ich habe dann schon auf dem Tisch, hast du ja letztens schon gesehen, eine Tischdecke draufgelegt. Einfach, weil das halt ein alter Tisch ist. Aber das ist ja von der Sache her voll egal, wenn da ein alter Tisch drunter ist, wenn man da eh so viel Dekokram und so hat. Und da kommt auf diese Tischdecke dann noch das hier. Guck mal, wie cool. Quasi passend zu den Muscheln sozusagen. Guck mal. Glitzer, Flitzer. Oh, ich denke, das lässt sich richtig cool dekorieren dann auf dem Tisch. Das zeige ich euch natürlich dann auch alles, wie das aussieht. Dann ist hier noch ein Kleid dazu. Wenn es gut aussieht, würde ich das auch gerne am Geburtstag tragen. Aber ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Guck mal. So schaut's aus. Und doch, ich denke, das wird ganz cool. Ist das süß, oder? Und das kleine Mäuschen hat auch ein Kleidchen. Das hat sie sich so ein bisschen ausgeguckt, aber ich habe gesagt, ich habe es nicht bestellt. Guck mal, ist das hübsch. Eigentlich irgendwie passend zu meiner Deko. So mehr und mehr Jungfrauen. Süß, oder? Habe ich noch mehr Deko. Cool. Oh, wie süß. Guck mal, das sind so eine... Und da Wasserpflanzen quasi. Hat man hier so ein Teil dazu, wo man das dann noch so reinsteckt. Und dann kann ich so ganz toll den Tisch dekorieren. Oh, noch ein Päckchen ist eingebrochen. Bin hier gerade am Öffnen. Ich hoffe, dass das ist, was ich denke. Ich mal ein bisschen runterstellen hier. Ah, genau. Guck mal, ein Klonebecher. Dann diesen Stab hier. Na, wer errät's? Genau, es ist ein Löffel dazu. Zum Cocktails mixen. Sowas habe ich nämlich auch noch nicht weiter. Und da es ja eine Cocktailparty wird, mit Baden und allem drum und dran, darf natürlich sowas nicht fehlen. Wieder ein neuer Tag. Hier teste ich gerade den Föhn, den ich zugeschickt bekommen habe. Der hat richtig viel Power. Ich finde ihn richtig cool. Der sieht so auch super stylisch aus. Macht richtig was her. Und ich habe hier einfach mal ausprobiert. Deswegen gucke ich hier ein bisschen komisch ab und zu. Einzelnen Stufen habe ich einfach mal getestet. Man kann ihn richtig schön kalt oder warm einstellen. Also ja, super. So, nächster Tag. Wir sind jetzt heute noch am Dekorieren. Da unten ist dann der Strand. Und hier sind wir gerade noch alles am Dekorieren. So sieht das dann aus. Und wir basteln noch gerade. Ah, wir basteln noch gerade, genau. Du steckst das hier zusammen, ne? Damit das gut hält. Sieht schick aus. Und dann basteln wir noch Seepferdchen. Oh, prima. Und alle den. Nicht gerade so ein schönes Wetter. Es regnet immer wieder. Es ist etwas frischer. Morgen soll es wieder richtig heiß werden. Da freue ich mich. Also passt super, dass es dann wieder richtig heiß wird und ja, wir unsere Cocktail-Badeparty genießen können und feiern können und das gutes Wetter wird. Das letzte Mal im Teddy jetzt. Party fängt in 2 Stunden an. Wir müssen uns beeilen. Ich wollte nochmal solche Gläser hier nachkaufen, dass wir so um die 8 Stück dann wenigstens davon haben. Oh, ich sehe jetzt gerade, hier gibt es noch so einen coolen Becher. Aber da erkennt man die Cocktails nicht so gut. Kostet eine 5 Euro. Oh, nehme ich jetzt auch noch Popcorn mit? Die haben ja gerade so einen riesen Popcorn.
1,25. Aber ich glaube, wir haben super viel Knabberzeug. Ich denke, das ist erstmal ausreichend.